So, meine Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Fußballmanager 21, wieder in der Parallelkarriere mit Fenerbahce und Beşiktaş. Yo, ich freue mich auf diese Saison, muss ich sagen. Wir haben die ersten Testspiele absolviert, die haben wir jeweils mit Fenerbahce und Beşiktaş gewonnen. Und wir stehen auch schon vor dem zweiten Freundschaftsspiel, wo wir gleich reingehen werden. So. Gucken wir das hier nochmal alles durch. Schauen wir nochmal in die Teamdynamik rein. Da brauchen wir nichts machen, alles klar. So, Mannschaft steht, glaube ich. Die bleibt auch vorerst mal so. Die Fitness ist natürlich echt miserabel, ne? Ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit noch ändert. Perotti. Der könnte für Thiam spielen. So, und dann schauen wir uns mal an, was wir im zweiten Testspiel zeigen. So, bei Beşiktaş, das gucken wir auch nochmal durch. Das bleibt auch alles so. Das können wir hier nochmal machen. So, da haben wir das auch. So, dann gehen wir in die Freundschaftsspiele rein. Mit Beşiktaş spielen wir gegen den AC Florenz. Und mit Fenerbahce spielen wir gegen den SV Grünwinkel. Wir spielen im Videotextmodus. Auf geht's. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Der Sieg ist heute möglich. Oha, Florenz mit dem Doppelschlag. Anschlusstreffer. Fenerbahce führt mit 2:0. Und Florenz führt gegen Beşiktaş mit 4:1. Oha, okay. Lass mal hier mal den Co-Trainer die Auswechslung machen. So, Rest macht der Assistent. Hier gibt es nicht so viel zu loben, muss ich sagen. Er zu motivieren. Ich meine, gut, Florenz ist natürlich auch ein starker Gegner, ne? So, zweite Hälfte. Fenerbahce, oha, 5-0, 6-0. 6-0 gewinnen wir mit Fenerbahce gegen Grünwinkel und ja, das war aber abzusehen hier, dass wir gegen Florenz da nicht wirklich eine Chance haben. Da verlieren wir mit 4:1. Ist okay, wir stehen noch in der Vorbereitung. So. Luis Gustavo werde ich immer wieder reinpacken hier. Genau wie ihn. Jetzt können wir erstmal weitermachen. Wir haben ja jetzt erstmal keine Spiele. Genau, hier sieht man nochmal, welche Spieler gekommen sind.
So, gucken wir uns noch mal kurz die zweite Mannschaft hier an. Da werden wir auch direkt mal aussortieren. Und dann machen wir auch wie erste Mannschaft. Genau. Der hat nur anderthalb Sterne, der Rechtsaußen, aber wir haben auch keinen anderen Rechtsaußen hier, ne? Die sind auch alle schon ganz schön alt hier, ne? Vielleicht werde ich die noch für kleines Geld los. Zur Leihe, ne? Warum soll ich den ausleihen? Das ist ja. ,5 Millionen Marktwert. Kann ich auch nicht verkaufen. Kann ich alle nur verleihen, ne? Natürlich echt blöd, ne? Na gut, lassen wir das erstmal so. Jugend werden wir auch direkt. Alles, was unter 3 Sterne ist, werden wir nach Hause schicken. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen guten Jugendspieler hier noch abzweigen. In Zukunft. So, der bleibt drin. Genau. Weiter geht's. Spielerberater bietet Jugendspieler an. Nicolas Bidiau. Da sieht man nicht wirklich viel. Den können wir mal scouten. So. Nächstes Freundschaftsspiel steht an. Gegen Bröten. Was ist ein Bröten für ein Verein? Kenne ich überhaupt nicht. Jungspieler entdeckt. Nein. Und Beşiktaş muss gegen Lecce. Auch kein einfacher Gegner, ne? Die Italiener. So, ich denke mal, wir brauchen hier auch nichts weiter ändern. So, erstmal das Beşiktaş-Spiel im Videotextmodus gegen Lecce. Gebt euer Bestes. ,0 Larin bringt uns in Führung. Die Auswechslung machen wir jetzt in Zukunft selbst. So, ein bisschen Lohm hier. Zweite Hälfte. 2-0. Ljajic. Ljajic. Kann man schwer aussprechen, den Namen. Macht das 2-0 für Beşiktaş. Sehr gut. So. Wechseln brauchen wir eigentlich gar nicht. Auch wir bringen mal ihn. So. Mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Und wir gewinnen das Ding mit 2-0. Das ist doch gut. 5-Jahreswertung. Türkei auf Platz 11. 2-0 gewonnen. Sehr gut. Mal gucken, ob wir das mit Fenerbahçe jetzt auch. Oder beziehungsweise mit Fenerbahçe jetzt auch nachziehen können.
Luis Gustavo will ich schon gerne das spielen lassen, ne? So. Gebt euer Bestes. Mame Thiam schießt uns in Führung. Luis Gustavo macht das. Oh, ja gut. Jetzt bin ich gar nicht mehr hinterhergekommen hier, wer die Tore gemacht hat. Thiam hat zwei gemacht. Pato hat eins gemacht und Gustavo hat eins gemacht. Und Chana Erkin, mein Linksverteidiger. So haben wir uns das vorgestellt. Auch wenn das jetzt natürlich erstmal Freundschaftsspiele bzw. Testspiele sind, ist die Vorbereitung ja doch schon ganz wichtig eigentlich. So, Entschuldigung, ich bin jetzt wieder da. Genau, haben wir alles gemacht und wechseln. Gustavo macht ein gutes Spiel. Brauchen wir eigentlich nichts wechseln, lassen wir erstmal so. 6-0, 7-0. Ja, und 7-0 ist dann auch der Endstand. Gut, gegen Borussia Brüten. Noch nie gehört den Verein. Gut, wenn man sich die Stärke hier auch anguckt, dann hätte man auch schon mal zweistellig gewinnen können, ne? Aber okay. Trainingslager war jetzt auch nicht so besonders, muss ich sagen. Nicht so geil, ne? Hätte ich mir ein besseres Trainingslager gewünscht. Aber okay. Gustavo, der beste Spieler in der Super League. Spielerstärke 81. Ja, gut, Verträge haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay, Form verbessert, fittester Spieler. Spieler verbreiten, Optimismus. Top. So, und dann stehen wir auch schon vor der Saisoneröffnung. Genau, gehen wir das hier nochmal durch jetzt. So, zweite Mannschaft, wenn ich die auflöse, das kostet ja auch wieder Geld, ne? Das ist halt echt blöd. Na gut.